Oh, da sind die Herrschaften, die dazugehören. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich den Herrschaften. Guten Tag. Darf ich erst mal die Vorstellungsrunde eröffnen? Detlef Kümmel. Hallo. Jürgen. Hallo. Jürgen, Heike. Jürgen und Heike. Wer von euch beiden spielt Gitarre? Keiner. Von wem ist die denn dann, wenn ihr beide nicht spielt? Die habe ich von meinem Bruder geerbt. Ja. Sie ist verstorben und da ich keine Gitarre spiele, Heike auch nicht, wird sie nicht besser, wenn sie rumliegt. Ja, also ich denke mal, weil diese Musikinstrumente werden nicht nur gekauft des Habenwillens, sondern weil die Menschen wirklich diese Musik lieben und eine Gitarre auch teilweise vergöttern. Ja. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn sie das wieder tun darf, was sie, wofür sie gebaut wurde, Musik machen. Ne? Gut, ja, dann bring mir mal dieses Instrument nahe. Leider kann ich nicht vorspielen, aber ich kann wenigstens über das Technische ein wenig reden. Was haben wir hier überhaupt? Wir haben eine Gitarre und zwar eine Gibson. Ja, und die kennen sogar die Leute, die keine Ahnung davon haben, die aber hier und da schon mal Musik gehört haben. Genau, Gibson ist also schon eine der legendärsten Gitarren und da sind natürlich auch sehr, sehr große Musiker mit unterwegs gewesen. Und wir haben sogar hier im Inneren einen Zettel wie eine Art Expertise für dieses Musikinstrument. Da drin kann man nämlich sehen, welches Modell es ist, nämlich die ES-325 und auch wo sie hergestellt worden ist, nämlich in Kalamazoo in Michigan. Und genau das ist die Werkstätte, wo auch die legendärsten Gitarren auch gebaut worden sind. Die waren allerdings in den 50er und 60er Jahren. Damit haben die größten Musiker gespielt. Das ist eine, die aus der Zeit kommt. Die E-325 ist gebaut worden in der Zeit 1972 bis 1979. Und hier können wir so anhand der Nummer können wir sehen, dass sie circa 1976 gebaut worden ist. Ja, so, jetzt habe ich eine Frage. Da sind ja so wahnsinnig viele Drehknöpfe und alles Mögliche. Man kann jetzt höchstwahrscheinlich nicht alle Funktionen überprüfen, oder? Richtig, also wir können nur überprüfen, das habe ich gerade schon mal spaßeshalber gemacht, dass das Wenige, was ich kann, ist einmal kurz testen, indem ich nämlich die Töne einmal abfahre. Das heißt, ich setze einmal... Und da kann man schon sagen, sie klingt sehr sauber. Das würde ein richtiger Musiker noch ein bisschen besser testen können. Und was für mich wichtig ist, dass der Hals noch gerade ist. Und das ist der Fall, sie ist absolut gerade. Und jetzt kann man Gott sei Dank davon ausgehen, wenn man eine Gitarre vor sich hat, die ca. 50 Jahre alt ist und sie jetzt noch absolut gerade ist, dann wird sich das auch nicht mehr verändern. Weil das Holz sich einfach gesetzt hat, ist genau, da, das wo es sein fertig. Soll. Ja. Der Koffer, der gehört dazu. Der Koffer ist passend, ist nicht von Gibson, sondern eine andere Marke. Also, aber das ist ja eigentlich üblich. Jeder Musiker hat so seine Dinge, die er sich zusammenträgt im Laufe der Jahre. Also ihr seht, einiges wurde erklärt, einiges bleibt irgendwo offen. Ich denke mal, wenn jetzt ein richtiger Gitarrist hier wäre und wir hätten einen Verstärker da, der könnte nachher sagen, jo Mann, das Ding, das ist eine Sensation. Oder er würde sagen, ah, da ist was begraben, keine Ahnung. Wir wissen zumindest, von wem sie ist, von wann sie ist. Was möchtet ihr haben? 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ja, ich hoffe, ihr beide werdet dieses Geld für schöne Dinge nutzen. Ne? Ja. Ja, wir wollten da unseren Garten mit renovieren. Sehr schön, dann wächst wieder was. Sind 1.000 Euro für die Gartenrenovierung denkbar? Ich setze den Wert etwas höher, nämlich bei mindestens bis 1.500 Euro. Dann sind wir da, wo ihr eigentlich hin möchtet. Und ein kleines Hüpfchen drüber. Mhm. Vielleicht haben wir drüben jemand, der es kann. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass der eine oder andere übt. Aber das ist noch weit weg von können. Ja. Euch wünsche ich, dass sie gut verkauft wird. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Danke. Da geht's danke rüber. Danke. Tschüss. 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 Wir warten ab, was kommt. Und schlagen dann zu oder nicht? Mit 1.000 Euro wären Heike und Jürgen zufrieden. Laut Expertise könnte allerdings auch noch mehr herausspringen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ein schönes Stück. Ja, ein Vintage, eine Vintage-Gitarre haben sie uns mitgebracht. Ja. Eine Gibson aus dem Jahre 76. 76 ist sie. Wir haben mal kurz nachgeschaut. Ich glaube, die wurde von 72 bis 76 gebaut. 79. Ja. Bis 79. Haben Sie gespielt? Nein. Ah, okay. Nein, weder er noch ich. Und der Vorbesitzer, hat der viel gespielt damit? Mit der Gitarre habe ich ihn nie spielen sehen, das war mein Bruder. Okay. Er hatte noch andere Gitarren. Mhm. Die Elektronik ist in Ordnung, die hat ein befreundeter Musiker mal ausprobiert. Ah, okay. Ja, okay, das ist schon mal gut, dass Sie das sagen. Ich würde sie mal als Deko hinstellen und fange mal mit 500 Euro an. Ich finde sie ebenfalls schön und überlege mir noch, ob ich sie als Deko hinstelle. Man kann auch noch mitspielen. Und ich würde sie spielen
Und deswegen sage ich 520. 550. Du willst sie dann nur an die Wand hängen. 600 Euro. 50. 700 Euro. 50. Tolle Gitarre, ich gebe Ihnen 1000 Euro. Fresh. 50. 1200 Euro. Na, das 50. ist doch mal eine Nummer. Ne? Da dachte ich mir, du weißt, was wir vorher bei 1000. 1500 von mir. 50. Der. Er will sie haben, um jeden Preis. Das glaube ich nicht. Um jeden Preis nicht. Das sind gerade 500 Euro in nicht mal 10 Sekunden gewesen. Manchmal geht's hier schnell. Ja, Julia, wie sieht bei dir aus? Ja, jetzt willst du es aber wissen von mir, ne? Nee, dafür muss ich zu lange noch Gartenarbeit, glaube ich, machen danach. Um mir die Gitarre abzusparen, ehrlich gesagt. Aber ich höre es mir mal noch an. Wer ist denn von euch beiden Höchstbietender? 1550. 1600. Jetzt geht hier Ruhe ein. 50. Ach, doch noch. 1700. Tja, liebe Junge, da bin ich raus. Julian steckt jetzt gerade wieder ein. Nee, ich bin auch raus. Wollen Sie mir die schöne Gitarre für 1700 Euro verkaufen? Ja, möchten wir. Da freue ich mich, dann komme ich nach. Verkauft für 200 Euro über Maximalschätzung. Das ist doch super gelaufen. 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 Euro. Dankeschön, Sie haben eine sehr große Freude. Danke. Dankeschön, Sie uns auch. So soll es sein, ne? War sehr schön, dass Sie hier gewesen sind. Auf Wiedersehen. Ja, ist gut. Wir auch. Danke. 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 Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss zusammen. Und ich freue mich, dass du dich freust, aber ich hätte mich auch gefreut. Ja, ich Long auch. Live Rock and Roll. Es geht uns total gut nach diesem Verkauf. Wir haben mehr Geld bekommen als erwartet. Wir können jetzt nur glücklich nach Hause fahren.